Sie hat einen langen Weg hinter sich. 1200 Kilometer, genau. Barbara Lüthi, langjährige China-Korrespondentin und Schweizer Fernsehjournalistin. Mit ihrem Fernsehteam ist sie nämlich die Old Burma Road bereisen. Da hat sie sich auf die persönlichen Begegnungen fokussiert und von denen erzählt sie heute hier beim Efficiency Club im Kunsthaushalt Zürich. Die Old Burma Road, voller Geschichte und voll im Wandel. Im Zweiten Weltkrieg hat sie den Briten und Chinesen als Versorgungsstrasse dient, ist jahrzehntelang aber nicht passierbar gewesen. Erst seit ein paar wenigen Jahren ist die Old Burma Road wieder bereisbar. Die Barbara Lüthi hat das Abenteuer unbedingt wagen. Heute ist das hier neue Strasse der Globalisierung, wo man genau eben sieht, dass der Handel heute von China durch Burma nach Indien wieder floriert. Und das war für uns Grund genug, dass wir gesagt haben, wir wollen entlang Ränge zu dieser Strasse und schauen, was sich eben verändert. Gestartet hat die langjährige Südostasien-Korrespondentin ihre Reise mit ihrem Team in Kunming. Schon dort zeigt sich der rasche Wandel. Kunming und Zürich haben eine ganz spezielle Verbindung. Die sind nämlich eine Städtepartnerschaft eingegangen vor 35 Jahren. Und damals, 1982, waren die beiden Städte gleich groß. Die hatten gleich viele Einwohner. Und heute hat Kunming so viele Einwohner wie die ganze Schweiz. Das rasante Wachstum hat aber viel Schattenseiten. Die Grenzregion zwischen China und Burma ist auch ein Paradies für Schmuggler. Der Handel mit Jade, aber auch mit Drogen floriert. Brenzlig ist es da auch ab und zu für die Barbara Lüthi und ihr Team geworden. Angst hatte ich weniger, aber kritische Situationen schon. Als wir gestoppt worden sind, als ich körperlich angegriffen worden bin, hat mir viel Material weggenommen, ich bin auf den Polizeiposten gekommen. Aber ich habe immer gewusst, das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass sie mich einfach ausweisen, zum Land ausweisen. Mit dem hätte ich leben. Und ich glaube, es ist viel kritischer für chinesische Journalisten oder auch für chinesische Mitarbeiter, wo man sehr muss, sich bewusst sein, dass man ihnen in Gefahr bringt. Die persönlichen Schilderungen über Sicherheit, Wandel, Chancen und Herausforderungen haben das Publikum fasziniert. Der Enthusiasmus von Frau Lüthi, also wirklich beeindruckend, wie sie wirklich mit Herz, Geist, Seele dabei ist, wie sie diese Geschichten rüberbringt und auch uns alle so ein bisschen sensibilisiert hat für das Thema. Die Möglichkeit zum Eintauchen in eine fremde Welt, genau das schätzen die Mitglieder am Efficiency Club. Es ist mal etwas aus der Wirtschaft, es ist mal etwas, fast ein Reisebericht, aber auch gleich noch politisch mit der Umgebung allem verknüpft. Ja, es ist vielfältig. Ich glaube, es hat schlussendlich für jeden irgendeinen Vortrag. Der Club gibt genau so ein Referat von heute Abend, den Blick über den Tellerrand hinaus, Inspiration für das tägliche Leben. Aber gleich auch zu sagen, wir als Wirtschaftsverband und Wirtschaftsförderer möchten uns natürlich auch treffen mit anderen Meinungsmachern. Und solche Anlässe genau das Netzwerk, das man pflegen kann und neue Leute lernen können. Und da müssen wir investieren. Und die Barbara Lüthi hat es bewiesen, wenn fremd vertraut wird, kann man nur gewinnen.